Ei, Gude hier und willkommen. Ich bin der Sebastian und heute machen wir ein One-Pot-Tortellini-Gericht aus dem Dutch Oven. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich das mache, dann bleibt dran und schaut es euch an. Auf geht's! Wie immer muss ich am Anfang anfangen zu nörgeln und es ist immer noch so, dass mehr als 70% von euch meine Videos gucken, ohne dass ihr mich abonniert. Warum? Es wäre sehr nett, wenn ihr unten in der Ecke auf den Abonnieren-Button drücken würdet und mir tut ihr damit einen sehr großen Gefallen. Mein Kanal kann dadurch wachsen und es freut mich umso mehr, dann auch Videos für euch zu machen. Und dann machen wir jetzt weiter mit dem Video. Auf geht's weiter. Hier haben wir alle Sachen, die wir brauchen für unser One-Pot-Tortellini-Gericht. Und dann stellen wir erstmal die ganzen Sachen zur Seite, die wir jetzt erstmal am Anfang nicht brauchen. Und zwar sind das so Sachen wie Öl, die Kräuter und auch die Gewürze. Die Milch brauchen wir jetzt nicht, beziehungsweise ihr könnt auch wahlweise Sahne nehmen. Ich mache es mit Milch, das ist alles ein bisschen kalorienbewusster. Die pürierten Tomaten brauchen wir noch nicht, die kommen erst später zum Einsatz im Topf. Als erstes müssen wir uns heute um unsere Zwiebeln kümmern. Die habe ich heute noch mal im Ganzen gelassen. Die müssen wir jetzt erst noch schälen und klein würfeln. Unsere Zwiebeln haben wir nun geschält und dann werden wir sie auch würfeln. Einmal in der Mitte durch. Rund geschnitten. So, hier haben wir nun unsere gewürfelten Zwiebeln in gleichmäßig, ungleichmäßig große Stücke geschnitten. Und das war das Erste, was wir heute machen mussten. Das Zweite ist, wir werden unsere Tomaten, das sind jetzt Rüstentomaten, ihr könnt auch Cherry-Tomaten nehmen, die werden wir uns einmal in der Mitte aufschneiden und dann noch wieder zur Seite stellen, weil die brauchen wir jetzt gleich für unser One-Pot-Gericht. Und damit sind wir dann auch schon durch mit unseren Vorbereitungen und dann können wir direkt rüber an den Monolith. Da sind wir nun und haben unseren Dutch-Oven und dann machen wir mal den Deckel runter. Dann geben wir nun unser Öl in den Topf und anschließend unsere Zwiebeln. Die Zwiebeln lassen wir nun ein bisschen anrösten, bis sie ein bisschen Farbe haben. Wenn unsere Zwiebeln ein bisschen glasig sind, kommt unser Salz, Pfeffer und Paprika dazu. Und dann verrühren wir das Ganze nochmal. Wenn wir nun unsere Zwiebeln mit den Gewürzen ein wenig im Topf an haben schmoren lassen, kommen unsere passierten Tomaten dazu. Gefolgt von unseren Gewürzen. Daraufhin kommt nun unsere Milch dazu, aber wie gesagt, ihr könnt auch Sahne nehmen, das ist jetzt die kalorienbewusstere Variante. Und dann könnt ihr nun auch die Tortellini dazugeben. Und wenn die in der Flüssigkeit sind, dann gehen die auch schon fast von alleine auseinander. Wem es zu wenig Flüssigkeit ist, der kann auch noch mal ein bisschen was dazugeben. In meinem Fall, denke ich, werde ich noch mal ein bisschen Tomatensoße dazugeben, weil mir das zu wenig Soße ist. So. Dann machen wir unseren Deckel drauf, schließen den Monolith und dann lassen wir das Ganze noch mal 10-15 Minuten ein bisschen vor sich hin simmern, dass die Tortellini weich werden, noch ein bisschen von der Soße aufsaugen und dann kommen später noch unsere geschnittenen Tomaten dazu. Und dann sehen wir uns gleich. Zack, Zeitsprung! 10 Minuten sind jetzt rum und dann werden wir mal reingucken in unseren Topf, was unsere Tortellini so sagen. Und das sieht doch schon gut aus. Die Tortellinis haben sich auch schon alle gut voneinander getrennt, geteilt. So, die noch auseinander, super. Und dann kommen noch unsere geschnittenen Tomaten dazu. Die heben wir noch schön unter, denn heute machen wir Tomate in Tomate in Tomate mit Tortellini. So. Dann lassen wir jetzt den Deckel ab, machen aber den Monolith nochmal zu und lassen das Ganze nochmal 4-5 Minuten stehen, damit auch die Tomaten warm sind. Und dann wird angerichtet und dann sehen wir uns gleich wieder. Es ist nun soweit und wir werden das Deckelchen nochmal lüften. Oh, das brodelt auch schon ganz toll. Und dann holen wir uns hier mal eine tolle Kelle raus und dann gehen wir rüber an unseren Tisch und probieren das Ganze.
Dann kommen wir nun zum Probieren von unserem One-Pot-Tortellini im Pizza-Style. Und dann nehmen wir uns mal hier so eine Tortellini mit ein bisschen Soße raus. Und auf euch! Super lecker! Man merkt, die Pizzagewürze bzw. die Gewürze, die den Pizzageschmack machen, die Tortellini richtig rund, es schmeckt richtig lecker. Dann probieren wir nochmal so eine Tomate. Auch durchgegart. Schön süß. Einfach perfekt. Und die Soße, dadurch, dass es nochmal einen Moment nachgegart hat, ist auch nicht mehr so viel Flüssigkeit drin, ist eher schlotziger. Also genau mein Style. Genauso wie ich es mag. Einfach herrlich. Nun sind wir auch am Ende meines Videos angekommen. Ich würde mich freuen über einen Daumen nach oben, ein nettes Kommentar unten in die Kommentare hauen, ein Abo ist völlig kostenlos und verpflichtet zu gar nichts bei YouTube und ich freue mich über jedes weitere, das ich bekomme und wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, einen schönen Sonntag und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Servus, euer Sebastian.